Servus Leute und wie immer herzlich willkommen hier beim Jochen Channel. Mittlerweile ist wieder ja, etwas Zeit vergangen. Ich war jetzt mit meiner SXF 350 schon einmal auf der Crossstrecke. Sie läuft tadellos, sie hat keine Probleme, Motor funktioniert, sie verbraucht kein Öl, zumindest konnte ich nichts feststellen. Sie qualmt nicht, sie rasselt nicht, also war wirklich ein super guter Deal. Jetzt geht es daran, das Motorrad wieder ja, einmal komplett durchzuwarten. Einfach alles mal zu ersetzen, was ersetzt gehört. Es sind ein paar Sachen, die gehören wirklich getauscht. Der Kettensatz ist durch. Ich möchte einfach alles überprüfen. Ich weiß nicht, ob die Betriebsstunden echt sind. Dementsprechend wird wirklich, ich sag mal, ein großer Service stattfinden. Hier natürlich wieder, man kann es hier unten sehen, ein richtig großes Dankeschön an motorersatzteile24.de. Die haben mir hier ein komplettes Paket zukommen lassen, dass ich mein Motorrad einmal warten kann. Hierzu werden natürlich wieder etliche Videos kommen, das wird ein richtig schönes Winterprojekt. Ich möchte das Motorrad einmal komplett schlachten, also wirklich zerlegen, jedes einzelne Lager anschauen und fetten. Ich möchte es wirklich gut kontrollieren und schauen, wie das Motorrad einfach dasteht für dieses wenige Geld, was ich bezahlt habe. Ich habe 2500 Euro bezahlt, dementsprechend kann man normalerweise nicht viel erwarten, aber das Motorrad steht wirklich top da. Ich möchte es trotzdem einmal komplett durchwarten, etwas verbessern, ein bisschen Tuning betreiben. Warum, weshalb, wieso, werde ich euch gleich im Video alles erzählen, welche Teile auspacke. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was alles von mir ausgesucht wurde, was verändert wird und warum. Eine kleine Information noch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da hinten hängt mein Kalender für 2020. Ich habe es in Instagram schon ein bisschen erwähnt. Ich habe einen Kalender gemacht. Dieser Kalender beinhaltet 26 hochauflösende Bilder. Vorder- und Rückseite bedruckt. Wer wirklich Interesse hat und möchte mich etwas unterstützen, geht einfach mal in den Shop, schaut euch mal die paar Bilder an, die ich hochgeladen habe und bestellt doch einfach mal diesen Kalender. Ich würde mich freuen, wenn wirklich ich so etwas Unterstützung bekommen würde. Ich würde also sagen, wir fangen an, alles auszupacken und ich möchte euch einfach zeigen, was alles auf euch zukommt und was das Motorrad alles für Veränderungen bekommt. Ja, ich habe drei richtig schöne Pakete zur Verfügung bekommen. Das Paket hat es wirklich in sich, das ist gut schwer. Das natürlich auch. Ich fange mit den großen an, ich denke mal, das ist fast selbsterklärend. Das Motorrad bekommt natürlich ein neues Dekor, das Dekor wird noch erstellt. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Ich habe einfach mal der Firma freien Lauf gelassen, die sollen sich einfach mal kreativ ein bisschen austoben. Ich bin mit sowas eigentlich immer ja, offen, wie das aussieht. Dementsprechend kommt natürlich ein neues Dekor drauf, der neue Plastiksatz. Der Plastiksatz, der aktuell drauf ist, ist in Ordnung. Der ist nicht wirklich kaputt, aber jeder, der schon mal ein Dekor verklebt hat, weiß, wie schön es einfach ist, wenn man nagelneues Dekor auf einen neuen Plastiksatz aufkleben kann. Das macht keinen Spaß, wenn man so einen zerkratzten Plastiksatz hat und klebt da das Dekor drauf. Damit ist man selber nie zufrieden. Es sieht vielleicht nicht so toll aus und vor allem, es geht nicht so schön. Deswegen einfach ein neuer Plastiksatz. Richtig großes Dankeschön. Kommen wir zu den zwei kleineren Paketen, das machen wir oben am Tisch, denn hier ist ein bisschen Kleinkram drin. Fangen wir mal mit dem etwas kleineren Paket an. Ich muss dazu sagen, es ist nicht alles für meine Crosser. Es sind noch ein paar Teile dabei für meine Supermoto, deswegen wir gehen einfach drauf ein, sobald wir alles in der Hand haben. Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir haben hier einfach mal die Jahresration Öl, dass wir zumindest über den Winter kommen. Neben dem Öl haben wir hier noch etwas Kühlflüssigkeit. Ich möchte meine Supermoto einmal durchwarten, eigentlich genauso wie die Crosser. Das heißt, sie bekommt im Winter einen kompletten Ölservice. Die Kühlflüssigkeit wird getauscht, der Benzinfilter wird getauscht, dazu mache ich wirklich ein Video. Ich möchte euch einmal zeigen, was wirklich in der IDM 2019 eigentlich alles kaputt ging. Es ist nicht wirklich so extrem viel, teilweise ist es aber auch schon lächerlich, dass es nach so kurzer Zeit kaputt gegangen ist, aber hierzu kommt natürlich ein externes Video. Beziehungsweise zwei, vielleicht drei, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, hier etwas Öl und die Kühlflüssigkeit. Hier mal zum zweiten Paket, das ist eigentlich etwas interessanter, denn hier sind jetzt die ganzen Komponenten drin, die ich eigentlich am wichtigsten erachte, aber ihr seht sie gleich.
einmal, ja, Müll ohne Ende, wie immer eigentlich. Und ein bisschen was kann man schon sehen. Ich fange einfach mal mit den allerersten an. Eine neue Batterie. Das ist die gleiche Batterie, die ich aktuell in meiner Supermoto fahre. Hier ist die Batterie der Crossmaschine, die ist leider durch gewesen. Ich stand auf der Rennstrecke, ja, und die Batterie war tot. Die ist kaputt. Das Motorrad ist von 2014, höchstwahrscheinlich stand es 2-3 Jahre lang in der Scheune. Im Kalten, wurde nicht geladen, dementsprechend ist einfach die originale Batterie tot. Hier jetzt eine neue. Auf diese Batterie vertraue ich eigentlich schon. Ich habe die von meiner alten SXF, die auf Supermoto war, übernommen in meine jetzige FS. Deswegen habe ich diese Batterie eigentlich wieder gewählt. Was an dieser Batterie eigentlich ganz geil ist, die besitzt eine Ladezustandsanzeige. Man sieht hier ein paar LEDs, die angehen. Hier ist ein Knopf, da kann man drauf gucken, draufdrücken. Und es zeigt eigentlich an, wie der Ladezustand der Batterie aktuell ist. Das hat nicht jede Batterie, aber gerade wenn man auf der Rennstrecke ist und das Motorrad springt nicht mehr an, ist das allererste, was man prüfen kann, ist die Batterie eigentlich noch in Ordnung. Dann kann es sein, dass irgendwelche Sicherungen draußen sind, dass der Anlasser durch ist, Batterie durchgebrannt, aber so kann man es halt ja leichter rausfinden, ob die Batterie kaputt ist. Deswegen, ja, diese Batterie. Die alte natürlich nicht in den Hausmüll werfen, die muss extern entsorgt werden. Jetzt einfach wieder so ein bisschen Verschleißmaterial bzw. Reinigungsmittel. Wir haben hier Ketten- und Bremsenreiniger. Brauche ich im Jahr leider ein paar Tuben, ein paar Dosen, denn meine Kette warte ich eigentlich extrem gut. Die wird nach jeder Fahrt gesäubert, beziehungsweise nach jedem Wochenende. Jeder Fahrt ist zu viel, das schafft man doch nicht, dann habe ich immer die Lust auf der Rennstrecke. Das wäre zwar das Beste für die Kette, aber ich glaube, was man da als Wartungskosten investiert, dann kann man sich auch einfach eine zweite Kette im Jahr kaufen. Deswegen wirklich nach jedem Wochenende einmal alles komplett reinigen. Ja, kommen wir zum nächsten, was für meine Supermoto ist. Ich war in Kirchheim unter Teck auf Rennstrecke und in Schafheim und da wurde sich schon beschwert, dass mein Auspuff doch etwas zu laut ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass mein Auspuff nach guten 40 Betriebsstunden schon durchgebrannt ist und er ist sozusagen verschlissen. Kann beim Wettbewerbsmotorrad sein, wäre aber wirklich schade, wenn es soweit ist. Hierfür habe ich mir einfach mal neue Dämmwolle mitbestellt. Mit dieser Dämmwolle können wir den Auspuff neu stopfen. Ist ein etwas Aufwand. Ich habe es früher bei meiner 96 5-6 Mal machen müssen. Ich habe den Remus innerhalb von 2-3000 Kilometer durchgebrannt. Der hat jedes Mal komplett blau hinten einfach geglüht, beziehungsweise das Titan von der Endkappe, vom Mantel, war total durchgeglüht. Und ja, deswegen hier einmal neue Dämmwolle. Der Rest, der jetzt hier drin ist, ist eigentlich nur noch für die Crossmaschine, außer ja, der Ölfilter. Bin gerade nicht ganz sicher, ob einer für die Crosse, einer für das Supermoto. Muss ich schauen, welcher passt. Damit wir eben beim Ölwechsel noch dementsprechend Ölfilterwechsel machen können. Ich habe hier noch genügend, kann es euch ja mal kurz zeigen. Hier habe ich noch ein paar von der Konkurrenz, deswegen die reichen im Normalfall ohne Ende. Jeder Ölwechsel bekommt einen Filter, das soll wirklich auch alles funktionieren. Ja, so ein bisschen Optik-Highlight, wenn eh schon neues Dekor draufkommt, dachte ich mir, muss ein passendes Lenkerpolster drauf, ist einfach nur so ein kleines Gimmick. Sieht gut aus und vor allem, wenn man wirklich mal absegelt, ich habe keine Lust, irgendwie mit dem Kopf Richtung Lenker aufzuschlagen. Da ist es doch besser, wenn man hier so ein Lenkerpolster besitzt. Aktuell sitzt eins von Magura drauf, ist schon ein bisschen zerstört. Würde natürlich noch taugen, aber ich sage mal wegen 10 Euro, ja, sieht gut aus, hat einen Zweck, deswegen kommt es drauf. Ja, jetzt geht's weiter. Ich kann dir noch kurz zeigen, was hier drin ist. Vielleicht könnt ihr schon sehen, was hier noch so kommt. Gabelprotektor. Wundert mich gerade, dass sie nicht unten beim Dekorsatz mit drin sind, beziehungsweise beim Plastiksatz. Aber auf jeden Fall
wird auch das gewechselt, denn es kommt ein komplettes Dekor drauf und dann mache ich einmal alles komplett neu, weil sich einfach das Dekor deutlich schöner verkleben lässt. Der Luftfilter, der aktuell verbaut ist, ja, ist etwas dreckig, und was mich wirklich ein bisschen gestört hat, wie ich die Maschine gekauft hatte, der Luftfilter war furztrocken, der wurde nicht eingeölt. Ist nicht unbedingt so schlimm, wenn man es wirklich nach jeder Fahrt kontrolliert und den Filter neu reinigt, aber er soll doch bitte gefettet sein, damit wirklich die ganzen feinen Staubpartikel nicht durch diesen Schaumstoff durchwandern und somit durch den Ansaugtrakt die Ventile kaputt machen und einfach in den Brennraum gelangen. Man macht sich nur unnötig den Motor kaputt, dann lieber ein paar Mal im Jahr den Luftfilter tauschen, diesen immer einölen und ihr habt eigentlich hoffentlich länger Freude am Motor. Ja, kommen wir zum nächsten Wartungspunkt. Ich habe es angesprochen, mein Kettensatz ist einfach ultra im Eimer, der ist ein bisschen durch. Dementsprechend hier ein neues Kettenblatt, ein Antriebsritzel und wieder eine Kette. Ihr kennt mich, die Kette ist natürlich wieder orange. Das Deko an sich soll auch wieder so ein bisschen in diese Schiene führen, aber ich bin selber gespannt, was der Herr sich ausdenkt, der das Deko gestaltet. Ihr werdet es hoffentlich irgendwann im Winter sehen. Ich mache da jetzt auch keinen Druck. Ich werde noch ein, zwei Meter crosser fahren gehen, bevor ich wirklich alles durchwarte. Ich wollte euch nochmal mit dem Motorblock mitnehmen, aber dazu seht ihr höchstwahrscheinlich mehr. Der Motor bekommt eine komplette Wartung, der Kolben wird neu gemacht. Ich möchte auf jeden Fall die Steuerkette tauschen. Warum mache ich diesen Aufwand? Soweit meine Information ist, kann man dieses Steuergerät bis 2016 nicht auslesen. Das heißt, ich muss wirklich darauf vertrauen, dass die Betriebsstunden stimmen, die der Vorbesitzer mir gesagt hat. Da das Motorrad zudem aus zweiter Hand ist, tut man gerne etwas, die Betriebsstunden schummeln. Dementsprechend möchte ich einfach den Motor einmal überholen. Jetzt nicht komplett überholen, das wäre einfach viel zu teuer. Ich vertraue da wirklich ein bisschen drauf, dass die Stunden so einigermaßen stimmen. Deswegen kommt einfach der Kolben raus, der wird vermessen, es kommt ein neuer Kolben rein, egal wie gut das Maß ist vom anderen. Der Zylinder wird einmal wahrscheinlich durchgehohnt oder er wird so gelassen, wenn es passt. Ich möchte eine neue Steuerkette drauf machen, der beweist ja nie, ob sich die andere schon etwas gelenkt hat. Es kommt eine neue Zündkerze drauf, hier wird auch natürlich der Benzinfiller gewechselt. Vielleicht die Benzinpumpe mal reinigen, was so gemacht gehört. Alle Lager gehören gefettet, und da wir gerade beim Fetten sind, haben wir hier ja ein spezielles Fett von Fuchs. Mit diesem Fett möchte ich eigentlich alle Lager einmal komplett durchfetten. Weiß gar nicht. Ja, ist ein rotes Fett, sehr geil. Ist es bei der Supermoto sehr interessant, denn meine Radlager haben doch etwas gelitten. Aber hierzu natürlich noch mehr. Ja, die Schrauben von meinem Kettenblatt sind etwas angegammelt und leider schon etwas rund. Da hat wohl der Vorbesitzer öfters an der Übersetzung rumgespielt. Deswegen einmal ein neuer Satz Schrauben fürs Kettenblatt, damit wir das Kettenblatt wieder befestigen können. Ja, geht's mal weiter. Was haben wir noch so Interessantes? Hier haben wir zwei Hohlschrauben für meine Supermoto. Ich habe ja mal eine neue Kupplungs-, neue Bremspumpe bekommen. Braking hat leider ein Regelgewinde und Brembo hat ein Feingewinde auf den Hohlschrauben gehabt. Dementsprechend haben die nicht gepasst. Und ich habe einfach die originalen Schrauben genommen, die in der Verpackung drin waren. Diese haben aber leider noch diesen elektronischen Kabelsatz drauf, mit diesem Bremslichtschalter. Brauche ich auf der Supermoto nicht, denn ich habe hier keine Blinker, keine Bremsen, kein gar nichts. Deswegen kommen die weg und ich werde die noch gegen die ersetzen, damit dieser Kabelsalat am Lenker erstmal weg ist. Ja, was eigentlich noch extrem wichtig ist bei meiner Crosser, also die SXF 350, ist so eine Sache, ob ich es wirklich machen soll. Das Fahrwerk wurde erst überarbeitet. Ich weiß persönlich nicht, wie es überarbeitet wurde. Das war der Vorbesitzer. Aber das Fahrwerk war wirklich erst beim Service. Ich wollte es eigentlich zum Service schicken, aber es hat nichts. Es funktioniert. Ich kam damit eigentlich gut klar. Ich bin wirklich nicht schnell mit dieser Maschine auf der Crossstrecke. Darum geht es mir auch nicht. Ich möchte einfach
ja, die Geschicklichkeit im Offroad ein bisschen besser, ja, mir selber aneignen. Mit der Supermoto, das ist immer ein Gerutsch, deswegen die Crosser, damit ich einfach das Gefühl dafür bekomme. Und da ich höchstwahrscheinlich das Fahrwerk erstmal nicht zum Service gebe und das Fahrwerk doch immer mal Luft zieht, haben wir so Entlüftungsnippel, dass wir einfach aus der Gabel die Luft rausnehmen können, ohne die Entlüftungsschrauben zu öffnen. Hier sind normalerweise Schrauben drauf, die muss man aufschrauben, dann kann die Luft entweichen. Diesen Nippel tauscht man eigentlich aus und wir haben hier oben so einen Push-Knopf, also so einen Button, so einen Druckknopf, den man drücken kann und dementsprechend kann die Luft entweichen. Denn Luft im Fahrwerk ist immer kontraproduktiv, deswegen raus damit. Ist so ein kleines, ja, ich sage es nicht wie ein Gimmick, aber ist eigentlich recht wichtig, damit das Fahrwerk richtig funktioniert. Da ich den Motor einmal durchwarten möchte, brauche ich selbstverständlich eine neue Kopf- und eine neue Fußdichtung. Die haben wir hier von Athena. Ich hoffe, hier sind beide drin, aber ich gehe mal von aus. Jo, passt. Einmal die Kopfdichtung und zwei Fußdichtungen. Hier gibt es zwei verschiedene Stärken, um einfach die Verdichtung vom Brennraum anzupassen. Ja, das waren jetzt eigentlich so die normalen Sachen, die für die Motorwartung nötig sind, beziehungsweise für die Wartung vom Motorrad. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich das Motorrad gebraucht in sehr guten, finde ich, Preiszustand bekommen habe. Es waren sogar nagelneue Reifen drauf, die sehen mittlerweile vorne hinten etwas böse aus. Also ich war wirklich erst einmal auf der Crossstrecke. Unsere Crossstrecke ist so ein alter Steinbruch hier bei mir in der Ecke. Dementsprechend zerfleddert die Reifen doch recht schnell. Kommen aber erstmal keine, denn die taugen noch locker für mich. Was jetzt hier noch in der Kiste liegt, ist eigentlich nur, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe mir die Bremsscheiben ausgesucht, da ich doch eine recht bissige Bremse haben wollte. Warum möchte ich das und ja, warum genau die? Ich sag's mal so, auf einer Supermoto habe ich wirklich eine extrem krasse Bremsanlage. Es gibt eigentlich nichts Kräftigeres vom bissigen Zustand. Das möchte ich auf der Crosser nicht unbedingt haben, denn da benötigt man nicht so viel Bremsleistung. Auf der Vorderradbremse benötigt man wirklich nicht so viel Bremsleistung wie auf der Straße. Aber da ich in die Richtung gehen möchte, dass die Bremse wirklich auch etwas aggressiver ist, habe ich mich hierfür entschieden. Vorne ist aktuell, oh, lasst mich gerade lügen, eine 240er Bremsscheibe drauf. 270er, 260er, ich bin gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich mir hier eine Working Butterfly Bremsscheibe, ja, ich sag mal, gegönnt. Wieder Dankeschön an den Albert, an motorradersatzteile24.de. Ich habe hier einen Bremssattladapter drauf, weil die Bremsscheibe 10 mm größer ist. Es sind nur 10 mm, also ich glaube, das ist jetzt eine 270er Bremsscheibe, original ist 260 drauf. Dementsprechend sind natürlich noch, wo sind sie? Hier, die Racing-Bremsbeläge drauf. Ich möchte eigentlich nur das Gefühl bekommen wie auf der Straße. Ich möchte eine bissige Bremsanlage haben, die trotzdem dosierbar ist. Ich werde hier nicht an der Bremspumpe rumspielen, ich möchte einfach nur eine bissige Bremse haben, damit ich mich nicht jedes Mal umgewöhnen muss zwischen Straße und Offroad. Das soll so circa das gleiche Niveau haben. Der Vorteil diesen Butterfly-Bremsscheiben ist der, die sind nicht gelocht, aber die haben so Aussparungen, nenne ich das jetzt mal. Die setzen sich nicht zu im Schlammeinsatz, was eigentlich in der Crossmaschine extrem wichtig ist. Sobald man einmal im Schlamm unterwegs ist, kann es sein, dass sich so eine Wave-Bremsscheibe zusetzt. Das macht im Endeffekt die Bremsbeläge nur unnötig kaputt. Und ja, die Kühlwirkung ist auch nicht mehr vorhanden. Diese Bremsscheibe an sich soll sich selber reinigen, weil einfach durch diese Aussparung hier der Dreck selber immer abtransportiert wird. Finde ich extrem geil, werden wir einbauen, aber das wird am Ende der Umbauphase wahrscheinlich erst eingebaut. Wenn wir es vorne schon machen, kommt es natürlich hinten auch drauf, ist ja irgendwo verständlich.
ebenfalls die neuen Bremsbeläge. Es sind auch die ersten Bremsbeläge auf dem Motorrad verbaut, so wie es aussieht. Deswegen einmal der Komplett-Set neu. Was ich auch wirklich sagen muss, ich war ja schon unterwegs und die Vorderradbremse, Alter, geht die mies. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, ob ich nicht so gewohnt bin, aber die ging so schlecht, die Bremse. Ich bin es ja wirklich gewohnt, wenn ich da reinlande, dass das Rad blockieren will, dass es stehen will. Und selbst da im Offroad, im sandigen Untergrund, die wollten nicht wirklich bremsen, die Anlage. Aber naja. Jetzt hier einfach noch ein kleines Zusatzgimmick für mich. Das ist eine Zeltwand für mein MX24-Zelt. Motorrad MX. Motorradersatzteile. Sorry. Auf jeden Fall, damit man auf der Rennstrecke ist und mir schläft irgendwo, dass ich mein Zelt komplett zumachen kann und ist einfach so safe, dass die Teile wirklich geschützt sind. Wir hatten einen Harzwinkel wieder gesehen, wenn es regnet. Ich hatte nur eine Zeltwand gehabt, also ein Zelt mit drei Wände. Da hat eine Wand gefehlt. Und das ist einfach extrem sinnvoll, dass man sein Zelt zumachen kann. Ja, der Karton ist leer. Auch hier. Das war es eigentlich. Was natürlich noch fehlt für die Motorrevision, sind eigentlich, ja, Steuerkette. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Vielleicht ist ja irgendwas verschlissen. Ich glaube es nicht. Ich habe den Kopf schon mal unten gehabt, also den Deckel. Die ganzen Nockenwellen sehen echt aus wie geleckt. Ventilspiel ist minimal zu klein. Ich habe es noch nicht groß gestellt. Ich wollte es euch dann erstmal zeichnen, bevor der Motor rauskommt. Das werde ich jetzt auch dann irgendwann machen. Im Winter ist eigentlich das Motorrad einmal komplett dran. Ich werde es zerlegen. Ihr werdet wieder Stück für Stück dabei sein. Und jetzt eine Frage an euch. Auf was habt ihr Lust? Soll ich so ein Zeitraffer-Video machen, wo ich das komplette Motorrad einmal zerlege? Wirklich so in 4 Minuten runter gerendert, wo einfach nur das Motorrad geschlachtet wird und ein Einzelteil da liegt? Oder möchtet ihr wirklich Stück für Stück mit zerlegen? Ich sehe es nicht ganz als sinnvoll an, denn ihr seid ja dabei, wenn es wieder zusammengebaut wird. Deswegen tendiere ich mehr zu so einem Zeitraffer-Video. Finde ich an sich ganz interessant. Da finde ich es eher interessanter, bei meiner Supermoto Stück für Stück zu zerlegen, dass man wirklich sieht, okay, was genau kaputt ist. Finde ich zumindest als deutlich sinnvoller. Was noch im Winter kommen wird, sind nur so Kleinteile sozusagen. Ich benötige noch einen neuen Kolben. Der Kolben ist aber jetzt nicht in meiner Lieferung dabei gewesen, da ich aktuell noch nicht weiß, was für ein Kolben da rein muss. Laut Vorbesitzer, man kann es glauben, man muss es aber nicht. Ich sag, das Motorrad ist gebraucht, man weiß nicht, wie ehrlich diese Personen immer sind. Man sieht zwar, dass der Zylinder schon mal unten war. Die ganzen Schrauben sind schon benutzt. Also ist höchstwahrscheinlich mal der Zylinder abbekommen. Angeblich wurde der Kolben ersetzt. Wobei nicht der komplette Kolben ersetzt worden ist, sondern nur die Kolbenringe. Also Kolbenring, Kompressionsring, Ölabstreifring. Da frage ich mich halt, warum macht man das? Also, ja, warum? Wenn ich das jetzt schon wechsle, dann kann ich auch den Kolben mitwechseln. Der Kolben soll angeblich noch das Maß gehabt haben und soll in Ordnung sein. Das kann man glauben, muss man nicht. Ich werde es selber kontrollieren und dementsprechend austauschen. Aber da das Motorrad einfach einen super Zustand hat, würde ich sagen, das sollte passen. Ja, das war jetzt an sich so alles. Wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinem Sponsor. Ich muss es echt jedes Mal sagen, ich gehe wirklich arbeiten. Ich arbeite, ich sag mal, in der Großindustrie, verdiene ich unbedingt schlecht. Aber ohne meinen Sponsor könnte ich das Hobby so nicht finanzieren. Ich bekomme jetzt nicht irgendwie das komplette Jahr bezahlt von denen, sondern einfach nur die kompletten Verschleißteile. Also man hat es jetzt mal in der Supermoto gesehen, ich habe meine komplette Bremsanlage getauscht bekommen, weil ich Interesse daran hatte. Ich habe es euch dargestellt, ob es sinnvoller ist, ob es negativer ist. Und eben meine Wartungskosten wurden komplett ersetzt. Dazu zählt nicht der Reifenverschleiß. Es wurde also nur der Kettenverschleiß bezahlt, Bremsverschleiß bezahlt und eben mein Motoröl. Was aber auch schon aufs Jahr gerechnet echt eine Stange Geld ist. Deswegen bin ich wirklich super dankbar, dass mir die Chance gegeben worden ist, ja, so zusammenzuarbeiten, und ich bin wirklich super dankbar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentarliste, und wir sehen uns eigentlich jetzt Zukunft wieder etwas öfter. Das Winterprojekt hat angefangen und ich bin super gespannt, wie sich diese Sachen hier fahren lassen. Wie immer, danke fürs Einschalten und man sieht sich beim nächsten Video.